Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars: The Old Republic Marauder Story. Ja, wir müssen für Darth Barras ein paar Scherben holen, aber zuvor werden wir noch einen Jedi hier etwas manipulieren. Da ist er ja. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich nehme an, ihr seid der Jedi, der gefangen genommen wurde. Ich bin Quarian Dorjes. Ich bin ein Jedi, selbst hier. Sogar auf Korriban. Was kümmert es euch? Warum seid ihr hier? Ich bin hier, um euch nach Hause zu bringen, wenn ihr eure Karten richtig ausspielt. Und ich soll euch vertrauen? Dem Wort eines Sith? Das verstehe ich nicht. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Warum wiederhole ich mich ständig? Was ist los mit mir? Panik hilft nicht weiter. Ihr habt recht. Verzeiht. Es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich kann mich konzentrieren. Wenn ihr mir bei der Flucht helfen wollt, brauche ich meine Sachen. Mein Lichtschwert, meinen Comlink. Bevor ich gefangen genommen wurde, haben die Sith mich in Tulak Horts Grab verfolgt. Ich habe meine Sachen in einer Urne versteckt, um weniger Ballast tragen zu müssen. Dort müsst ihr hingehen. Gut, dass wir das zuerst gemacht haben. Müssen wir Darth Barras ja auch dorthin, in dieses komische Grab. Ah, das ist da hinten, okay. Womit kann ich dienen? Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja, gerne. Ich verkaufe doch gerne Zeug. Wo müssen wir hin? Ah, ganz da unten durch. Das war die erste Scherbe. Und jetzt müssen wir noch da hinten. Müssen wir noch das Zeug von diesem Jedi holen. Holen wir zuerst da oben noch die andere Scherbe. Fällt wie ein nasser Sack.
Das ist es nicht. Ah, verdammt, ich dachte, er hätte mich ignoriert. Das ist Scherbe Nummer 2. Dann auf zu Scherbe Nummer 3 und zu der Ausrüstung dieses Jedis. Die Ausrüstung des Jedis ist da oben. Okay. Ach, muss ich jetzt die ganzen Soldaten da angreifen? Okay, damit habe ich die ganze Rüstung vom Jedi und ich kann hier die letzte Scherbe holen. War leichter, als ich gedacht habe. Ja, genau. Und jetzt. Tschüssi. Anü. Ja, genau. Warum konnte ich das nicht anklicken? Naja, egal. Damit bin ich hier eigentlich soweit fertig und kann zurück zum Tempel. Oder Akademie, wie auch immer. Na, gehen wir zuerst mal zum Jedi. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Es ist alles da. Komm, Link. Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe.
Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Ich? Bei mir wird alles gut gehen. Ich mache mir mehr Sorgen um euch. Das ist sehr freundlich von euch, Sith. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Es ist wohl Zeit zu gehen. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Wir haben diesem Jedi nach Strich und Faden verarscht. Okay. Ja. Das nächste Mal machen wir mit Darth Barras weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, teilt, liked, abonniert, kommentiert und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher, sandischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!